So. So, jetzt aber. So, konnte ich mal gucken. Du hast den Talisman. Ja, hab ich. Nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Garantiert. Du musst mehr Kohle wieder kriegen von dem armen Magier-Typen. Okay, fehlt mir jetzt noch. Ich glaube, einer fehlt man. Ein Stein fehlt mir noch. Einer fehlt, müsste man noch fehlen. Den. Das ist immer noch die falsche Karte, aber ich weiß, wo die sind. Ungefähr. Ich weiß aber nicht, wo der letzte ist. Deswegen. Okay. Den habe ich. Den habe ich. Den habe ich. Den habe ich. Dann muss ich jetzt noch zu dem da, wo praktisch auf der anderen Seite der Map ist. Ich habe keine Ahnung, was da oben ist. Und ich habe auch keine Ahnung, was in dem grauen Gebiet ist. Aber im Zweifel kommen wir noch irgendwann hin. Vielleicht ist da auch Gebirge. Ist auch eine Möglichkeit. Da ist einfach nichts. Aber da sind halt Wege nach da oben. Vielleicht ist da auch eine riesengroße Mine. Wissen wir nicht. Na gut. Dann habe ich jetzt noch den Anstein. Das Anständing. Dann kann ich mich zurückporten und dann kann ich hoffentlich Magier werden, bitte. So viel. Und die muss ja weg jetzt. Die Krähe macht mir auf Dauer wahnsinnig. Was? Ich habe jetzt nichts gegen den Sound. Gegen den Soundloop. Der ist atmosphärisch. Aber dass das leider so ein kurzer Sound. So ein kurzes Ding ist. Das geht mir auf den Sack. Ah, nee, nicht schon wieder. So. Und Fleisch. Zip. Ich frage mich gerade. Garantiert. Ihr wollt mir gerade fragen, ob ich noch irgendwann einmal die Gelegenheit habe, wirklich ins Schloss reinzugehen. Also jetzt nicht in den Schloss, das ist der Burg. In den Burgaußenhof. Sondern die machen jetzt wirklich innen drin in den Burgfried. Übersetzt, das ist ja Berg. Es heißt ja. Ich bin mal ziemlich sicher, das ist einfach nur falsch überliefert, weil Bergfried macht heute überhaupt keinen Sinn. Aber das ist eine andere Diskussion. Und wir sind hier wieder im Arkgebiet, hey. Gut, dass ihr das jetzt einmal geklärt habt. Dann brauche ich das wenigstens nie wieder machen. So muss ich das denken. Darf nicht so denken, so, ich bin jetzt schon wieder hier drin, ich muss so denken, wenn ich hier einmal drin war, dann brauche ich das nie wieder machen, so. Habe ich die Orks schon? Ich weiß es nicht mehr. Wo kommt der ganze Schaden her? Das ist doch... Wo sind die hin? Aha, da kommt ein Einzelner. Einzelne in Anführungszeichen, aber ja, es sind zwei davon. Es sind noch zwei. Ich gehe so mit den Tränken um, als könnte die mit Alchemie machen, aber ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Es sind diese Support-Systeme, die sind ein bisschen strange, aber das hatten wir eh schon, glaube ich. Vor allem das Pfeil- und Bogensystem, das ist halt. Ist halt auf ein Level weird. Tatsache halt das, ja, jetzt kann ich das nochmal machen, geil, gut, dass ich gespeichert habe, was ich nicht getan habe.
Oh. Und das regt mich echt ein bisschen auf, dass ich halt... Ich habe mich schon oft genug drüber aufgeregt eigentlich, aber ich kann... Es ist passiert einfach jede Folge noch einmal. Ich kann nur denen Schaden machen, die anvisieren. Das regt mich halt übel auf. Ich bin auch gewundert, wenn ich... Ja, ist schon wieder springbehindert. Sag mal, verlieren die überhaupt jemals wieder Range? Aggro. Ich hab so das Gefühl, die können gar kein Aggro verlieren. Komm, so weit ist er nicht weg. Ach komm, Alter. Jetzt bin ich wieder auf meiner Lieblingsabhausstraße, weil hier kann er nicht richtig springen. So strange, ne? Wieso hat der keine Waffe mehr? Ist auch eine Frage, so stürmt er auf jemanden zu ohne Waffe raus. Jetzt fehlen wir glaube ich nur zwei. Deren Waffen sind halt alle nix wert. Fast schon auf Goblin-Niveau und deren Waffen sind halt wirklich überhaupt nichts wert. Nase juckt. Ich sollte vielleicht speichern? Wo sind die anderen beiden? Ja, die stehen da einfach wieder. Aber Leben regenerieren können sie nicht. Das ist immerhin etwas Positives. Eichenblatt. Auch mal was Neues. Schwarzbar. Komm, die sind doch leerlich, die Facker. Nächster bitte. Na nu, wieso denn der so viel Erfahrung geben? War das andere? Es ist immer noch ein sehr schlechter Witz im Sinne von Witz, dass hier oben Orkblatt ist im Orkgebiet. Oh Mann.
Ja, ich bin auf dem richtigen Weg immerhin. Die sind deutlich schwerer als... Ja, gut. Ich bin auch ein bisschen stärker geworden jetzt von dem her. Ich habe ein ziemlich gutes Schwert. Ich kann die Angriffe spammen, wie er geisteskrank, ha? Also an sich heißt das so viel wie rein. Außer hier oben ist noch was. Nee. Da ist noch Ork-Patrouille. Das ist ja nicht mehr normal. Ja, wir sind in dem Bereich angekommen, wo mein Nahkampf mehr Schaden macht als ein Fernkampf. Hauptsächlich, weil er mehr Stärke hat als Geschick, wenn ihr das richtig habt, ne? Was ist das denn schon wieder? Ist das ein Ork-Hund? Das ist ein Ork-Hund. Ja, ich gehe doch nicht unbedingt freiwillig hin, deswegen lassen wir das lieber. Oder muss sie da durch? Das wäre der schnellste Weg zumindest, ne? Pacho! Da geht der Weg hin! Alles klar, geh mal über einen Pacho-Weg, weil ich will nicht gegen mehr Orks kämpfen, als wie muss. Naja, die Höhle gibt's ja auch noch. Da hinten sind wir fast da. Puh. Hier ist, glaube ich, auch nichts nachgespawnt, ne? Nope. So, dann können wir auch mal um Pacho kümmern. Ja, er hat immer noch Geld von mir, das mir nicht gehört. Oh, bringst du wenig Erfahrung. Oh, da hat ein Apfel. Aber eine Armbrust mit 50 Schaden. Nicht schlecht. Aber das Wichtigste, er hat mehr Geld. Ah, das muss ich so machen, weil da steht wieder auf. Steh auf, Junge. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ja. Willst du dich nochmal mit... Lass mich vorbei. Oh, das ist eine Blutfliege. Nimm das hier auch mal mit. Ich hoffe, den brauche ich nicht für irgendwas noch. Der hält sich halt wirklich durch Essen und sowas. Na gut, ist glaubwürdig, ne? Ich habe noch zwei jetzt dabei. Sag mal, warte mal. Ich habe zwei abgeben. Ich habe nicht drei abgeben. Den dritten habe ich nur. So. Es sind ja nur fünf, Mann. Was ist denn los mit mir? Aha. Irgendwas wollte ich gerade machen. Ich weiß nicht mehr was. Warte mal. Nee. Ja, das brauche ich noch nicht. Irgendwas wollte ich gerade machen, aber ich weiß nicht mehr was. Ich werde mal auf den Safe-Slot. Eigentlich kann er mir egal sein, weil der gehört halt zum alten Lager. Und von denen will ich sowieso nicht mehr, außer die Feuermagier. Hm. Ich könnte über den Berg gehen, ich könnte klettern, ich könnte da unten durchgehen. Und da unten durch will ich nicht, weil auf der anderen Seite war ja die Patrouille. Dann klettere ich lieber auf den Berg. Ich muss am Berg vorbei. Ja, ich muss am Berg vorbei, nicht. Oh Mann. Ich
kann da halt einfach hochklettern. Ich könnte auch hier lang gehen, aber da ist halt alles voll mit Orks. Obwohl, ich glaube, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Gibt's hier irgendwas? Ja, irgend so ein komisches Vieh. Das ist so ein Bluthund. Nicht nur einer. Alter Schwede. Ich unterschätze echt das, was ich kann inzwischen. Eine Sache kann er immer noch nicht. Das ist auf Entfernung gut schießen. Oh mein Gott, Alter. Weißt du, machst du irgendwas falsch im Bogenschießen, wenn du es nur nicht mal richtig geschissen kriegst, jemanden, der direkt vor dir steht, zu treffen. Ey, warte mal, das kommt mir doch bekannt vor hier. Ah, da ist es das. Ist es das? Nee, ist es nicht. Oder? Nee, kann es gar nicht sein. Doch, 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 das ist es. Da hinten ist ein Sumpflager, das ist der Weg neben dem Sumpflager, das ist schon das. Oder? Ich weiß es nicht. Ist irgendein abgesoffenes Ziggurat? Ich gehe aber erstmal in die Höhle rein und finde wahrscheinlich nichts. Oder klicken irgendwie wieder so ein random Ring rum oder sowas. Passiert ja auch gern mal. Und der hat nix. Und da oben gibt es glaube ich wieder Untote, weil der da kommt schon wieder der penetrante Sound. Aber wenigstens ohne Kriege. Ohne Krähe ist schon mal gut. Das gehört doch nicht dazu, oder? So, eine Fokusstein, Fokus Tollschlot, Fokus von unter dem Stonehenge, Alter. Steinkreis, sag einfach Steinkreis, was ist falsch mit dir? So, mein Ding ist so auf der anderen Seite vom Fluss, Schrägstrich. Ist das in dieser Festung oder ist es da? Auf dem, ist es da in der Nähe vom Weg? Rein theoretisch müsste es in der Festung sein, weil das andere ist halt einfach auf dem Weg. Ist das in diesem Ding da? Das ist nicht mal eine Festung, aber... Nee, ist das nicht... Oh, die hat eine andere Farbe. Die hat gar keine Farbe. Das ist komplett auf der anderen Seite da drüben, am Ende der Kuppel. Ich gehört nicht dazu, aber machen wir einfach mal. Nee, ich hinterfrage. Oh, da war ein Stein. Wahrscheinlich deswegen. War dieses große Unterwassergetauche, das hier angekündigt haben am Anfang, das hatten wir bisher immer noch nicht, ne? Und zumindest nicht, dass wir das was gebraucht hätten. Ist da hinten eine Höhle oder ist es einfach nur ein Schattenfehler? Ich kann es beim Wissen will nicht sagen. Da ist diese komische Festung, die ich mal gesehen habe beim Sumpflager. Ah, das ist wahrscheinlich da drin. Hätte mal die Fresse gehalten, das sieht hier nach Taucherei aus. Alter, wer muss schon sehen, wo er hinschwimmt, Alter? Das. Ach komm, Alter. Reicht das? Nein. Okay. Das sind Orkskelette.
sind wieder so viele auf Anflick. Es geht mal ein bisschen auf den Sender. Ich muss immer noch nicht sehen, wo ich hinschwimme. Passt schon. Vor allem beim Tauchen ist es unwichtig. Habe gerade mit der rechten Maus. Ich kann mit der rechten Maustaste springen. Alter, was? Ja. Er wird heute nicht funktionieren. Alter. Allein schon mal deswegen nicht, weil es jetzt so den Magier, der da hinten steht, anvisiert anstatt die. Warum kann man den nicht einfach ein bisschen verteilt aufstellen, anstatt wieder so, so einen scheiß Flick zu machen, wo 10 ineinander stehen? Warum geht das nicht? Scheinbar nicht. Wieso geht das einfach nicht? Dieser Steuerung will ich nicht gegen mehr. Will ich / kann ich nicht gegen mehrere auf einmal kämpfen. Also, wie sonst für Optionen? Gar keine. Brauche ich nicht. Heiltränke kann ich auch nicht auf Schnellleiste machen. Geil. Bleib mir den Kopf an der Wand hängen. Was ich nicht ganz checke, ist, wieso kommen alle... Dass alle auf einmal kommen, das geht mir so auf den Piss. Ja, komm, klatsch noch mehr. Klatsch hier noch mehr rein. Warum sind hier auch nicht noch 20? Oh, hier sind sogar noch 20. Alter, diese Mob-Gruppen, ne, das ist halt... Er geht mir halt so gegen den Strich. Das glaubt ihr gar nicht, wie sehr mir das ankotzt. Das geht mal schon bei MMOs auf den Sack. Dieser Fehler macht mir auch wahnsinnig. Und ich weiß nicht, wie der entsteht. Es passiert einfach zwischendrin manchmal. Warum? Wissen wir nicht. Es ist einfach. Jetzt kann ich wieder nicht aufhören zu rennen, Alter. Ihr habt gesehen, was ich jetzt gemacht habe. Das gleiche mal jetzt noch einmal. Und wehe, der Fehler tritt noch einmal auf, weil dann kann mir das da unten am Arsch lecken.